Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zu unserem KiCad-Tutorial, KiCad für Anfänger. Beim letzten Mal hatten wir ja aufgehört, den Schaltplan zu erstellen und deswegen öffne ich mir jetzt hier gerade mal den letzten Stand, den wir dort hatten. Das wäre ja hier unser Schaltplan. Wir haben in dem Schaltplan die einzelnen Bauteile schon platziert. Jetzt wollen wir dazu übergehen, das auch jetzt hier alles mal zu verdrahten. Beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, bitte fangt noch nicht an mit dem Verdrahten. Denn da gibt es noch ja eine kleine Sache, die ich euch da noch mit auf den Weg geben will, damit ihr da das auch richtig und gut machen könnt. Jetzt meinen ja mit Sicherheit viele von euch, dass man jetzt hier ganz einfach anfangen könnte, auf dieses Icon für Wire, also für Verdrahtung gehe und dann jetzt hier anfangen werde, meine Bauteile zu verdrahten. So in etwa. Ich tue das nochmal rückgängig machen, denn das wäre jetzt nicht die feine englische Art, wie ich so schön sage. Das wird sehr, sehr schnell unübersichtlich. Ich zeige euch mal ein Beispiel, was ich damit meine. Ich habe hier mal von jemandem, der mal einen Schaltplan erstellt hat, habe ich mir das mal aufgerufen. Das ist also ein Schaltplan jetzt hier in KiCad und ihr seht, er hat hier also vier Chips mit jeweils 44 Pins und er ist dann losgegangen und hat dann die Verdrahtung gemacht. Schaut euch das mal an, lasst das mal auf euch wirken. Ihr werdet sehr schnell feststellen, dass ein anderer, der diesen Schaltplan hier lesen will oder Fehlersuche machen will, sehr schnell an seine Grenzen stößt. Ja? Die Verbindungen kreuzen sich hier, gehen auf verschiedene Pins und so weiter. Deswegen ist das sehr, sehr unübersichtlich. Gerade hier oben in diesem Bereich oder diesem Bereich, wo sich mehrere kreuzen. Und wenn man jetzt mal versucht, hier von dem ersten Chip hier den Pin 1 zu verfolgen, dann hat man da schon sehr große Schwierigkeiten und der Gesamtüberblick ist hier verloren gegangen. Ja? Also das würde ich so nicht machen. Kann man machen, keine Frage. Wer da geübt ist, kann das gerne tun. Nur wenn ihr hinterher Probleme habt mit eurer Schaltung und es nicht funktioniert und ihr lässt mal eine zweite oder dritte Person da drüber schauen, dann wird der die Hände über den Kopf schlagen und sagen, ja, ist ja gut und schön, aber nachvollziehen kann ich das hier nicht. Wie gesagt, funktionieren wird es, wenn es richtig verdrahtet ist, aber die Übersicht lässt stark zu wünschen über. Des Weiteren hat er hier auch, hier im unteren Bereich seht ihr hier die Bauteile hier, die hat er schon über das Beschriftungsfeld platziert und das sieht schon nicht mehr sehr, sehr schön aus. Ich wollte euch das nur mal so zeigen, was ich damit meine und wenn ich jetzt meine Schaltung hier verdrahte, könnte ich das genauso machen, indem ich jetzt hier die Pins mit dem Atmega 328 hier verbinde, kreuz und quer. Denn irgendwann komme ich nicht drum herum, hier irgendwelche Kreuzungen zu machen. Am Anfang kann ich nur sagen, hier unten diese Versorgungsspannung, die LED mit dem Widerstand, werde ich kurze Verdrahtungen machen hier mit Wire. Das ist nicht das Problem. Ich fange damit an, indem ich mal ein bisschen hineinzoome, hier einmal klicke und hier jetzt die Diode verbinde an der Versorgungsspannungsquelle hier an dieser Printmontage. Da werde ich jetzt zunächst einmal KiCad mitteilen, dass dort eben eine Spannung anliegt. Das tue ich ganz einfach, indem ich hier oben rechts auf das vierte Icon klicke und hier eine Spannungsquelle hinzufüge. Da werden die Bibliotheken schon geladen und ich schaue mir hier mal an. Wir wollen ja 5 Volt benutzen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal in die Liste und suche mir mal 5 Volt aus. Ich kann auch hier oben suchen lassen. 5 Volt, da habe ich schon. Das ist die Spannungsquelle für 5 Volt. Die kann ich mir mal, das ist negative Spannung. Das ist, ich könnte diese nehmen oder auch diese. Ich nehme mal diese und rotiere mir das mal hier mit R, lege mir das hier mal ab, hole mir meine zweite Spannungsquelle hinein und das wäre GND, also für Ground. Hier habe ich das erste schon, das nutze ich. Da nehme ich Ground, rotiere mir das auch einmal, so dass das hier fluchtet. So und das
kann ich noch mit Wire hier verbinden. Das ist okay. Und jetzt kann ich natürlich auch sagen, dass hier oben Kathode von der Diode ebenfalls Ground haben muss. Und ich kopiere mir das hier, dieses Ground-Symbol, mit der Maus drüber gehen, C drücken und dann hier oben einfach mal Ground hinlegen und das ebenfalls mit einem Wire verbinden. So, alles andere werde ich nicht mit Wires machen, weil, wie gesagt, das wird zu unübersichtlich. Hier teile ich nur mit, dass hier die Versorgungsspannung ist, 5 Volt angeschlossen wird und hier eben die Diode hier nach Ground mit der Kathode geführt wird. Des Weiteren gehe ich jetzt hier mal hin, hier an dem 328, dem Atmel. Da habe ich hier unten auch zweimal Ground. Dazu kopiere ich mir mal wieder hier dieses Symbol, indem ich drüber gehe, C drücke und ziehe es mir mal hier so in die Mitte. Die werde ich auch noch mit Wires verbinden. So einmal und zweimal. Ups, ihr seht schon hier, das hier ist nicht verbunden. Da habe ich einen Fehler gemacht. Deswegen gehe ich nochmal drauf und ziehe die Linie nochmal ein Stück höher. So, jetzt ist sie verbunden. Achtet auch darauf, dass das wirklich verbunden ist. Diese Kreise hier, die an den Bauteilen jetzt hier sichtbar sind, wenn die verdrahtet sind und wenn die verbunden sind mit einem Pin von dem Arduino, dann verschwinden diese Kreise. Daran kann man sehen, wenn das richtig verbunden ist. Was mir hier noch nicht gefällt, ist diese krumme Linie hier, die ich hier gezogen habe, aus irgendwelchen Gründen. Ich lösche sie nochmal weg, indem ich in den Cursor-Modus gehe und dann nochmal hier drauf klicke und dann einmal die Entfernen-Taste, na, so, die Entfernen-Taste drücke und diese Verdrahtung hier nochmal neu mache. Ich platziere diesen Widerstand mal ein wenig höher, indem ich mit M drüber gehe und dann noch mal etwas höher platziere, so, und gehe dann hier wieder in den Wire-Modus. Apropos Wire-Modus, alternativ zu dem Klicken hier auf diese Wire kann ich auch den Tastatur-Shortcut W für Wire benutzen. Dann hängt hier sofort meine Wire an meiner Maus. Ich drücke einmal Escape, gehe hier wieder drauf, klicke einmal und verbinde dann diese beiden Bauteile. So viel dazu. Und jetzt kommen wir zu einer Methode, die übersichtlicher ist. Wir haben hier auf der rechten Seite, wenn ihr mal hier rechts schaut, haben wir hier ein A mit so einem grünen Unterstrich und hier haben wir ein A in so einem Kästchen. Was ist das? Und das werde ich euch jetzt kurz erklären. Das sind sogenannte Netzlabel. Einmal das erste mit dem grünen Unterschied sind lokale Netzlabel, die gelten nur innerhalb dieses Schaltplanes. Wenn ich natürlich jetzt ein Projekt habe und einen Schaltplan zeichne, das nicht auf ein einziges Blatt passt. Ihr erinnert euch, dieser User hier, der hat hier schon drüber gemalt, er hätte auch auf dem ersten Blatt zwei von diesen Chips platzieren können und dann ein neues Blatt auswählen sollen und dann die nächsten beiden und dann eben mit globalen Netzlabeln zu arbeiten. Das sind dann hier dieses A in diesem Kästchen hier auf der rechten Seite. Das sind sogenannte globale Netzlabel. Denn wenn ich ein Bauteil auf dem zweiten Sheet habe, ja, auf dem zweiten Blatt, und ich möchte es verbinden mit einem Pin oder einem Bauteil auf dem ersten Blatt, dann muss ich globale Netzlabel nehmen. Das ist ganz einfach. Und diese Arbeitsweise nennt man hierarchischer Schaltplan. Hier oben habt ihr noch so ein Icon hier oben in der obersten Zeile. Wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr, ich habe nur ein Blatt, also nur einen Schaltplan und ich richte ein neues Sheet ein, indem ich hier auf der rechten Seite auf dieses Icon klicke. Na, wo ist es? Hier, auf dieses. Ja, ihr seht das hier. Wenn ich da draufklicke, legt er einen zweiten Schaltplan an. Und zwar kann ich dann wechseln, hier, indem ich hier auf dieses obere gehe, dann wird mir das hier unten als
hierarchische Liste angezeigt und ich kann zwischen den Schaltplänen dann hin und her wechseln. Bei unserem Projekt kommen wir natürlich hier mit einem einzigen Schaltblatt aus. Ja, aber das nur mal so, wenn euer Projekt größer wäre, müsst ihr ja noch ein zweites Blatt anlegen und dann arbeitet man mit sogenannten globalen Netzlabeln. Jetzt ist es natürlich so, jeder hat so seine Eigenart und jeder hat im Laufe der Zeit sich einige Dinge angewöhnt und ich habe mir eigentlich angewöhnt, immer mit globalen Netzlabeln zu arbeiten, auch wenn ich nur ein einziges Schaltblatt hier habe und nicht mehrere. Das macht auch überhaupt nichts. Ich müsste jetzt hier eigentlich nur lokalen Netzlabel nutzen, also mit dem grünen Unterstrich hier. Aber ich habe mir im Laufe meines Arbeitslebens hier angewöhnt, immer globale Netzlabel zu benutzen. So, fangen wir dann jetzt mal damit an, unseren Schaltplan hier zu vervollständigen. Wir hatten ja beim letzten Mal hier unser Mogelsheet aus unserer Excel-Tabelle eingeladen. Ich gehe mal da drüber und drücke mal M wie Move. So, anklicken. So, und jetzt platziere ich mir das mal hier so auf der linken Seite und zentriere mal meinen Schaltplan. Und hier habe ich die verschiedenen Pin-Bezeichnungen von dem Admega. Ich muss das mal richtig platzieren, damit ich es sehen kann, ohne dass es mir hier meine Bauteile verdeckt. Ich sag mal, ich platziere mir das hier oben hin und kann jetzt hier genau sehen, die Pin-Bezeichnungen vom Hersteller und die PIN-Bezeichnung vom Arduino Uno. Und jetzt wollte ich euch mal kurz zeigen, was das mit den Netzlabeln so auf sich hat. Und ihr werdet schnell merken, was damit gemeint ist. So, wir fangen mal damit an, hier oben, ich zoome mal etwas hinein, diesen ersten PIN-Header zu verdrahten. Der ist ja eigentlich gedacht für unseren FTDI-Adapter, um später mal den Arduino zu programmieren. Ich gehe mal hin und werde zunächst einmal hier den zweiten Pin, das wäre ja unser RX, also der Receiver des FTDI-Adapters. Und der muss natürlich verbunden werden mit dem TX von unserem Admega. Er sendet und der FTDI-Adapter empfängt. Also deswegen muss das gedreht werden. RX kommt auf dem Chip natürlich auf TX und TX kommt auf dem Chip natürlich auf RX. Jetzt weiß ich natürlich nicht, hier, wenn ich auf dem Admega-Chip auf den 328 gucke, da sehe ich was von PC6 und PD1. Ich weiß natürlich nicht, welcher Pin jetzt hier von diesem Mikrochip der sogenannte TX ist, also der Transmitter. Deswegen habe ich ja hier meine schlaue Liste. So, und ich sehe hier oben die Arduino-Bezeichnung TX. Das wäre dann auf meinem Admega der PD1. Also gehe ich jetzt hier hin, zoome mal etwas rein, hole mir hier, weil ich es immer mit globalen Labels mache, die globalen Labels, klicke hier einmal. Ich muss hier einfach eine Labelbezeichnung eingeben. Und da gebe ich mal ein RX, ja, einfach nur RX, sage OK und habe jetzt hier an meiner Maus so ein Label. Das werde ich einmal mit R drehen und hier so positionieren und das habe ich jetzt mal extra gemacht. Der soll ja nicht auf dem Admega der RX werden, sondern muss ja der TX werden. Macht aber nichts. Ich gehe mit der Maus drüber, wenn ich mich mal vertan habe, sage jetzt E auf der Tastatur für Edit und kann hier jetzt TX schreiben. Jetzt gehe ich hin, hol mir ein kurzes Wire, also hier auf der rechten Seite, oder alternativ drücke ich die Taste W und verbinde jetzt dieses Netzlabel. Ich muss mal ein bisschen reinzoomen, sonst sehe ich das mit meinen Augen hier gar nicht so richtig. Und ihr seht jetzt, auch hier ist ein runder Kreis und an dem Netzlabel ist so ein Eckkreis. Und wenn ich das
Weiher ja jetzt gezogen habe, verschwinden die beiden. Ja, achtet bitte darauf, dass diese Kreise bzw. hier an den Labeln dieses Rechteck hier verschwindet. Erst dann seid ihr richtig verbunden. Jetzt gehe ich hin, klicke nochmal auf globale Netzlabel und ich habe ja gesagt, dieser Pin muss verbunden werden, dem TX-Pin von unserem Admega. Und der TX-Pin von unserem Admega, wenn ich hier mal reinzoome, ist der PD1. Also gehe ich jetzt hin und suche mir hier auf meinem Admega den Pin PD1. Ach so, ich muss globale Netznebel aufwählen. PD1, jetzt gehe ich hier nochmal drauf, klicke einmal, nenne das TX, sage OK und platziere den neben dem PD1, gehe dann mit W für Wire und habe jetzt hier an der Maus kleben, die Wire, die ist natürlich noch nicht richtig. Ich drücke einmal Escape, dann hängt die da nicht so rum an dem Mauszeiger, klicke einmal hier und verbinde den PD1 mit diesem Label. Und jetzt ist es so, wer jetzt glaubt, ich habe das extra mal falsch gemacht, weil das ist ein Fallstrick. Wer jetzt glaubt, dass dieser Pin hier von unserem FTDI-Programmer mit diesem Pin von unserem Mikrocontroller verbunden ist, der täuscht sich. Warum? Ganz einfach. Hier an dem FTDI-Adapter habe ich TX, das T groß und das X klein geschrieben und an dem Mikrocontroller habe ich das T klein geschrieben und das X auch klein. Diese beiden Pins wären niemals verbunden. Darauf müsst ihr achten. Wenn ihr auf der einen Seite das globale oder das Label so beschriftet mit großem T und kleinen X, müsst ihr das gleiche auch auf der anderen Seite machen. Macht nichts, ich gehe mal mit der Maus drüber, hier auf diesen, gehe drüber, drücke einmal E wie Edit und ändere das TX. Und achtet bitte darauf, dass dieses eine Label mit dem anderen Label genauso geschrieben wird. Genauso. Beispielhaft sagen wir mal, ich möchte jetzt hier vom Arduino den Pin 4 auch noch mit TX verbinden. Ganz einfach. Man holt sich dann hier dieses Label, drückt einmal C für Copy und platziert es hier jetzt neben zum Beispiel dem Arduino Pin 4 und verbindet die dann mit W gedrückt für Wire und verbinde die jetzt hier. Zup, zup. Oh, ich bin nicht richtig verbunden. Das Kästchen ist nicht verschwunden. Also nochmal zurück. Erst jetzt sind sie verbunden. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich meine, das ist jetzt Blödsinn, aber ich wollte euch das nur mal erklären. Jetzt wären dieser Pin von diesem Pinheader mit dem Pin von diesem Pinheader verbunden und auch mit diesem Pin von unserem Mikrocontroller. Alle drei wären jetzt untereinander verbunden. Nur mal so am Rande. Merkt euch das und merkt euch, wenn ihr die verbinden wollt, dass ihr die genau so schreibt. Wenn ihr hier ein großes T und ein kleines X habt, müsst ihr das auf der anderen Seite, wo ihr hin wollt, mit eurer Verbindung genauso tun. Ich lösche dieses hier nochmal weg, weil das ist ja Blödsinn. Und zwar gehe ich hier oben in diese und mache es nochmal rückgängig. Ich speichere einmal kurz. Jetzt haben wir schon unsere erste Verbindung gemacht. Und zwar habe ich diesen RX-Pin von dem Pinheader mit unserem TX-Pin von unserem Admega 328 verbunden. Das gleiche mache ich jetzt natürlich mit unserem RX hier oben. Ich drücke drauf und ich weiß ja jetzt, dass das TX ist. Also müsste der ja verbunden werden mit unserem RX von unserem Mikrocontroller. Ich habe es jetzt hier am Faden. Ich rotiere einmal und platziere das mal so schön untereinander und gehe dann hin und verbinde das mal kurz mit einer kurzen Verbindung. Klack und fertig ist das. Der RX-Pin von unserem
Atmega 328, da muss ich mal kurz in die Tabelle schauen. Der RX-Pin ist der PD0. Also muss ich jetzt hier an PD0 auch ein Label machen. Und ich kann es tun auf die einfache Art und Weise. Ich gehe in den Cursor-Modus, gehe hier auf das Label, sage C auf der Tastatur für Copy und rotiere mir das mal einmal hier. Platziere das hier jetzt auch so an dem PD0 und hole mir dann hier meine Wire und verbinde die beiden. Jetzt sind die Pins mit den Pins am 328 verbunden. Durch Kopieren, wenn ich das Netzlabel einmal geschrieben habe und dann hier rüber kopiere, damit verhindere ich dann auch, dass ich hier zum Beispiel Kleinschreibungen habe oder das Netzlabel anders heißt wie dieses Netzlabel. Deswegen mache ich immer hier die Netzlabel an den Pins dran und kopiere mir die einfach rüber und schreibe sie nicht hier an dem Atmega ständig neu. Mit dieser Kopierfunktion verhindert man einfach, dass man da auch verschiedene Schreibweisen benutzt oder die Labels verschieden benennt. Und so macht man das eigentlich, wenn man hier in solchen Schaltplänen arbeitet. Wenn ich jetzt hier einfach nur Drähte gezogen hätte und das ständig hier mit allen Bauteilen Drähte ziehen würde, dann würde es ganz schnell so aussehen. Ja? Und wenn ihr das euch gleich mal, wenn das fertig ist, betrachtet, dann sieht das schon sehr, sehr gut aus. Ihr habt jetzt verstanden, was ich meine. Man zieht hier keine Linien. Das kann man machen hier bei diesen kurzen Bauteilen. Hier habe ich auch ein Netzlabel genommen. Das heißt, die Kathode der Diode ist mit Ground verbunden. Also das heißt, das Kathodenende ist verbunden zu dieser Lüsterklemme Ground. Hier oben habe ich ja von unserem 328 einmal VCC und AVCC. Da werde ich jetzt einfach dieses auch noch eben schnell machen. Und zwar nehme ich mir hier dieses 5 Volt Netzlabel, sage Copy, platziere mir das mal hier oben hin, drehe das noch einmal mit R, so dass es hier so oben hinkommt, verbinde das kurz hier mit den Wiren. Da hat er wieder einen Knotenpunkt gesetzt. Ich zoome noch mal stärker rein, meine Augen sind nicht mehr die besten. So, jetzt hier hat er einen Knotenpunkt gesetzt, hier muss es ja auch verbunden sein. Jetzt schon habe ich hier diese beiden Pins VCC und AVC verbunden mit meinem 5 Volt Netz hier von der Lüsterklemme hier. Das ist ja meine Versorgungsspannung. Jetzt sehe ich hier oben an meinem FTDI Adapter, der erste Pin, der muss auch mit 5 Volt versorgt werden. Also gehe ich hier nochmal hin, hole mir nochmal hier das Netzlabel mit Copy. Ich muss wieder in den Cursor-Modus Copy. Und ich platziere das hier oben, rotiere das einmal, platziere das mal hier so an dieser Stelle und vergebe diesem Pin hier, diesem ersten, dann auch nochmal die 5 Volt. Der nächste ist hier unten, ist die Nummer 5, das wäre Ground, also meine Masse. Also hole ich mir jetzt hier mal einen Ground-Label und kopiere mir den mal mit C wie Copy und platziere den jetzt hier oben, rotiere und platziere mir den mal so auf dieser Höhe, verbinde dann nochmal hier kurz mit meinem Wire und schon habe ich die ersten Pins hier verbunden. Jetzt geht es darum, den Reset-Taster hier richtig zu verdrahten. Und zwar wird ja die eine Seite des Reset-Tasters jetzt verbunden. Also die beiden brücke ich mal und ziehe mir dann nochmal eine Wire von dort. Und ich brauche dann ein Ground. Kopiere mir den hier weg. Und platziere dieses Ground mal hier drüber, rotiere mal, so, ich platziere mir das jetzt mal hier hin und dann verbinde ich dieses Ground mit den hier. Und ihr seht das hier an diesem Junction Point, ja, dass auch hier wirklich eine physikalische
Verbindung mit diesem gemacht wurde. Ja, das hatte ich ja schon mal in einem unserer ersten Videos erklärt, dass das immer nur dann verbunden ist, wenn da auch so ein Junction Point sichtbar ist. Dann ist das auch wirklich verbunden. Also die eine Seite des Reset-Tasters habe ich jetzt verbunden und die andere Seite des Reset-Tasters, die muss natürlich auch irgendwo hin. Und zwar geht die an den Reset-Pin von unserem 328 und da schaue ich mal wieder in meine Mogelkiste hier rein. Reset. Oh, tatsächlich, ich habe den gar nicht hier aufgeführt. Was soll das? No, habe ich in meiner Liste hier vergessen. Naja, ich bin auch nur ein Mensch, oder? Aber ich weiß es aus Erfahrung, weil ich das ja schon sehr oft gemacht habe. Der Reset-Pin an unserem 328 ist der sogenannte erste Pin hier, der PC6. Und da kann ich jetzt ruhig nicht mit Netzlabeln arbeiten, sondern ich arbeite jetzt hier einfach mit einem Wire, weil bietet sich jetzt hier gerade so an. Ihr seht, ich mische das, ja. Mal arbeite ich mit Netzlabeln, um einfach die ganzen Kreuzungen und Wirrwarr zu verhindern. Und mal arbeite ich hier mit Wires. Kann man so tun, ist auch nicht weiter schlimm. Jetzt muss dieser Kondensator, der muss noch mit dem Pin hier auch noch verbunden werden. Der muss auch verbunden werden hier mit dem PC6. Ich komme gleich drauf zu, was der für eine Aufgabe hat. Ich klicke einmal und verbinde das hier mit dieser Leitung. So, das wäre das. Und jetzt kommt da noch ein Pull-Up-Widerstand an dem ersten Pin hier, an PC6. Und dazu muss ich eigentlich hier noch einen Widerstand hinmachen, den ich aber vergessen habe. Also mache ich nichts anderes. Ich kopiere mir diesen Widerstand hier, drüber gehen, C gedrückt halten. Und dann kann ich den ja hier oben mal platzieren. Zoome ich rein und verbinde den ebenfalls mit dem Pin 1. Und hier oben an dieser Stelle muss die 5 Volt hin. Ich hole sie mir hier von meinem FTDI-Programmer weg. Das Netzlabel 5 Volt. Copy, gehe hier rüber, drehe einmal so, dass es passt. Klick und verbinde dann die beiden. Ich zentriere mal meinen Schaltplan und ich sehe, jetzt habe ich hier oben den sogenannten Pull-Up-Widerstand. Der macht nichts anderes, wie der hält den Pin ständig auf 5 Volt. Und wenn ich den Reset-Taster hier drücke, erhält der Pin 1 dann ein Low-Signal, also ein Ground-Potential, und dann wird der Arduino resettet. Das ist diese Schaltung hier oben. Und jetzt fragen sich viele, was hat das hier auf sich mit diesem Kondensator? Folgendes: Wenn ihr diesen Mikrochip hier programmieren wollt, dann muss von eurem FTDI-Adapter, den ihr euch kauft, die DTR-Leitung verbunden werden mit der Platine bzw. mit dem Atmega 328. DTR heißt nichts anderes wie Data Terminal Ready. Die sorgt dafür, dass der Sender, also euer FTDI-Adapter oder Programmer, synchronisiert wird mit dem Arduino bzw. hier mit dem 328. Wenn ihr diese Leitung DTR weglässt, bekommt ihr in eurer Arduino-Umgebung eine Fehlermeldung, die da lautet Sync-Error. Und zwar, was ist ein FTDI-Adapter? Ihr habt auf euren gekauften Arduinos, die man so kaufen kann, natürlich immer so eine USB-Schnittstelle, wo man dann den Arduino über USB und dem Computer verbinden kann und dann kann man den programmieren. Ich habe hier bei unserem Arduino darauf verzichtet. Ich zeige euch nur mal, wie so ein Programmer aussieht. Und ihr seht ihn jetzt hier. Ihr habt hier auf dieser Seite, hier mit der Lupe kann ich mal rein, wieder den altbekannten USB-Stecker und auf der anderen Seite so ein Pinheader. Und diese Pinheader haben folgende Belegung, genau wie hier auch in unserem Schaltplan, und zwar
5 Volt, RX, TX, DTR und Ground. Ich werde also hier von dem Pinheader das DTR-Signal weiterführen hier zu diesem Kondensator. Der sorgt dafür, dass die beiden Sachen dann synchronisiert werden. Das kann ich jetzt ganz kurz tun, indem ich hier wieder ein globales Netzlabel nehme, hier hinklicke und dieses Netzlabel ganz einfach DTR. Und ihr seht, ich schreibe die Buchstaben groß. Klicke OK, rotiere mir das mal einmal und platziere den dann hier so da drunter und verbinde dann das mit dem hier. So, der ist verbunden. Und wenn ich das jetzt hier platzieren will an meinem Kondensator, um Schreibfehler jetzt zu vermeiden, gehe ich einfach hin, C wie Copy, und kopiere mir den mal hier hin, rotiere den und platziere ihn jetzt hier drüber. Und verbinde dann dies mit meinem Kondensator. Jetzt ist dieser Pin 4 mit diesem Kondensator über eine Wire verbunden. Ihr seht, ich mische das immer mal ein bisschen. Mal ziehe ich eine Wire und mal arbeite ich mit Netzlabeln. Und wenn ihr euch mal professionell erstellte Schaltpläne anschaut, dann werdet ihr diese Vorgehensweise immer mal wieder finden. Wenn ihr im Internet rumsurft und euch mal Bauprojekte anschaut und ihr wollt die nachbauen und ihr habt aber nur den Schaltplan und sonst nichts von dem Menschen, der da was gebaut hat, dann könnt ihr hier anhand der Netzlabel sehen, aha, hier Pin 2 TX ist verbunden mit meinem PD1 von dem Chip. So liest man Schaltpläne. Und wenn man dann versuchen sollte, hier sowas hier mal zu lesen, wie ich gerade hier mal noch offen hatte mit diesen vielen Wires, verzweifelt man. So viel dazu. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man mit Netzlabeln arbeitet. Es macht natürlich jetzt keinen Sinn, das jetzt hier fortzuführen. Ich mache jetzt nur noch Folgendes. Ich gehe hin und verbinde die ganzen Pins mit dem 328 über Netzlabel und melde mich dann gleich wieder, wenn das dann passiert ist. So, ich habe jetzt hier alles verdrahtet. Ich zoome mal ein wenig hinein. Jetzt kommen natürlich die Fragen, woher weiß ich, wie das hier verdrahtet wird? Ja, dazu kann ich euch keine Tipps geben. Entweder lernt ihr das Do-it-yourself-Lernverfahren oder werdet Elektroniker. Aber ihr habt sicherlich schon mal Schaltungen aufgebaut auf dem Breadboard. Und genauso wie es hier auf dem Breadboard verschaltet ist, genauso wird es dann im Endeffekt natürlich auch hier in dem Schaltplan verschaltet werden. Also, der Schaltplan ist soweit fertig. Wir wollen ihn hier unten noch vervollständigen. Und zwar hatten wir hier unten noch einen Pinheader. Den habe ich noch nicht verdrahtet. Und zwar haben wir dann einen Pinheader mit 6 Pins. Und wir wollen auf den ersten 3 Pins 5 Volt ausführen und auf den nächsten 3 Pins eben das Ground-Signal. Das kann ich ganz einfach machen. Zunächst einmal gehe ich in den Cursor-Modus und sag mal hier Move und gehe mal ein wenig nach unten und werde jetzt hier die Signale anlegen. Deswegen werden die ersten 3 mal hier verbunden und dann die nächsten 3 Pins. So, an den ersten 3 kommt 5 Volt. Gehe in den Cursor-Modus. Hol mir meinen 5-Volt-Modus hier, kopiere mir das einmal, platziere das hier an den ersten 3 Pins und mein Ground ebenfalls, C wie Copy, und dann einmal rotieren und dann eben auch hier platzieren und verbinde das dann mit einem Wire mit den jeweiligen Pins. So, das ist ein 6-Pin-Header und die ersten 3 Pins sind mit 5 Volt verbunden und die nächsten 3 mit Ground. Jetzt gehen wir hin, machen noch ein bisschen das Ganze schöner, indem ich hier rechts auf den Rahmen klicke und dann hier um meine ganze Zeichnung, meinen ganzen Schaltplan mal einen Rahmen ziehe. Das macht die ganze Sache etwas schöner. Ich klicke hier und schließe den Rahmen hier oben. Dann platziere ich noch einen Text hier oben und zwar nenne ich den Text DIY Arduino. Schriftgröße 7 und sage OK und platziere mir das mal hier oben so
darüber. Ich meine, man muss es nicht machen, dass man da einen Rahmen drum zieht oder das oben nochmal anzeigt, weil es steht ja auch schon im Textfeld. Aber ich finde immer, es sieht ein wenig schöner aus. So, wir wollen jetzt noch den Schaltplan ganz fertigstellen. Ihr seht es hier noch, dass die Bauteile noch keine Bezeichnung haben. Ihr seht hier C Fragezeichen oder hier oben SW Fragezeichen und auch hier bei unserem Admega seht ihr U Fragezeichen. Jetzt machen wir, wie schon in einem vorigen Video gezeigt, unsere Annotation. Und dazu klicken wir einmal hier oben auf das Icon mit diesem Stift. Da klicken wir einmal drauf und akzeptieren jetzt hier einfach die vorgegebenen Einstellungen und sagen Annotation. Und ihr erhält hier in diesem Feld eine Liste, welche Bauteile er annotiert hat. Und dann sage ich hier Schließen. Und jetzt könnt ihr sehen hier C3, C1, C2 und so weiter und so fort. Auch der Admega hat eine Bezeichnung, eine Referenzbezeichnung bekommen, und zwar hier U1. Ihr seht bei euch jetzt, weil ich es schon im Vorfeld gemacht habe, hier die Werte der einzelnen Bauteile, und zwar hier 22 Picofarad für die beiden Kondensatoren oder auch hier für unsere Widerstände 10 Kiloohm. Das habe ich schon mal vorweggenommen. Das geht eigentlich auch ganz einfach. Werde ich euch kurz zeigen. Nehmen wir mal an, wir wollen dem Widerstand hier einen Wert zuweisen. Dann gehe ich mit der Maus über ihn und drücke einmal die Taste E und kann dann hier in diesem Feld dem Bauteil einen Wert zuweisen. Hier steht jetzt 10K. Und jetzt machen wir noch eines, und zwar einen elektrischen Rule-Check, um Kiket zu sagen, schau mal über den Schaltplan nach, sind auch wirklich alle Pins verbunden und werden alle Pins richtig hier miteinander verbunden oder gibt es da Probleme? Deswegen machen wir jetzt hier elektrischen Rule-Check. Dazu klicke ich einmal hier oben auf diesen kleinen Maikäfer oder Marienkäfer besser gesagt. So, und dann öffnet sich der elektrische Rule-Check hier. Und jetzt habe ich hier noch zwei Fehler und da weiß ich schon aus Erfahrung, was es ist. Und wenn ich mir die anzeigen lasse, ich klicke also hier auf dieses blaue, lasse mir anzeigen innerhalb des Schaltplans. So, und dann seht ihr, wo diese Fehler sind. Und zwar hier an dieser Stelle. Da ist ein Fehler. Und zwar, wenn ihr das mal durchlest, Pin ist mit einem anderen Pins verbunden, wird jedoch von keinem angesteuert. Das ist einfach sowas von irreführend. Wenn ihr diese Meldung bekommt, dann heißt das, beim Prüfen geht KiCad hin und prüft Spannungen über Bauteile hinweg. Ihr seht ja, hier oben habe ich angezeigt 5 Volt, also hier dieser Pin 1 ist 5 Volt, hier am Widerstand ist 5 Volt und natürlich auch, wenn ich dann nach unten gehe, hier an meiner Lüsterklemme ist 5 Volt. Aber KiCad sagt jetzt, ja, ist ja gut und schön, dass du sagst, dass hier an der Klemme 5 Volt anliegen. Aber woher nimmst du diese 5 Volt? Du hast kein Bauteil, hier keine Batterie drauf oder sonst was. Deswegen sagt KiCad, woher nimmst du diese 5 Volt? Und jetzt sage ich euch, wie man diese Fehler hier wegbekommt. Ich muss in KiCad ihm explizit mitteilen, woher ich diese 5 Volt denn nehme. Und zwar gehe ich jetzt hier oben rechts hier in die Spannungsquellen rein, hier dieses Icon auf der rechten Seite und klicke einmal jetzt, sage ich mal, hier unten an der Lüsterklemme irgendwo hin und schau hier mal unter dem Reiter Power hier. Da muss ich einen sogenannten Power-Fleck finden und zwar hier. Das ist nichts, kein Schaltplansymbol oder sonst was, sondern einfach nur ein Power-Fleck. Und ich sage jetzt hier mal OK und verbinde das jetzt mal, sage ich mal hier oben, passt es am besten hin. Ich zoome mal hier ein. Irgendwo, wo die 5 Volt ist, platziere ich hier so ein Power-Fleck, klick und verbinde dann über ein kleines Wire diesen Punkt mit der 5 Volt.
Volt. Und das gleiche muss ich natürlich auch für den Minuspol, also für Ground tun. Ich kopiere mir das einmal hier, C wie Copy, lege das mal, sage ich mal, hier so an, klick und verbinde jetzt hier auch den Ground mit einem sogenannten Power Flag. Das ist einer der häufigsten Fehler, die man so erhält und man weiß nicht, woran es liegt. Und ich muss sagen, Keycat zeigt da irgendwelche Pfeile an, die eigentlich nicht sein können hier. Ihr seht es hier, oben ist ja noch dieser Fehlerpfeil hier oben, wenn ich hier rein so da. Und dann gehen die Leute hin und denken, ja gut, ist hier dieses Wire nicht richtig verbunden und ziehen dieses Wire 100 Mal neu und der Fehler und Fehler geht und geht nicht weg. So, ich starte jetzt nochmal diesen Rule-Check neu, indem ich hier auf Start klicke und siehe da, mein Schaltplan ist sauber, mein Schaltplan ist okay. Ich kann nochmal auf Start klicken und ich kriege hier im Fenster nichts mehr angezeigt. Es ist perfekt. Also das mit dem Power Flag, nochmal kurz gesagt, ist dieses Power Flag hier ist kein Bauteil oder so. Ich teile Keycat hier nur mit. Hör mal, wenn du irgendwie nicht verstehen solltest, wo ich mir hier meine 5 Volt und meinen Ground hernehme, kümmere dich nicht drum. Ich setze dir hier mal einen Power Flag. Bitte keine Fehlermeldung, dass der Pin nicht angesteuert wird oder sonstiges. Also das ist einer der Fehler, wo der Laie dann oder wo der Anfänger sagt, Keycat ist Müll, Keycat ist nicht zu bedienen, ich kriege den Fehler nicht weg. Freunde, in diesem Sinne, ich danke euch und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den Schaltplan zu erstellen und ihr konntet das nachvollziehen. Falls nicht, Fragen bitte unten in die Kommentare rein und wir werden dann darauf eingehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Jürgen.